Und herzlich willkommen, liebe Call of Duty-Freunde. Es sind wir wieder zu MSMC versus PDW und dieses Mal mit der MSMC. Da habe ich auch mal ein ziemlich duftes Gameplay, würde ich jetzt mal sagen, erspielt. Hier mit Rotpunkt, Schalldämpfer und ein Killstreak, Orbitalsatellit, Loadstar und Kampfhunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es schon immer so gehalten mit Call of Duty, wie dieses kein COD-Video ohne totalen Abfuck. Und es war genauso dieses Mal so, ich könnte das Spiel in Stücke zerreißen. Aber das dazu mal ein anderes Mal. Ist ja wirklich wieder zum Kotzen. Ihr werdet das am Ende sehen. Ja, meine Aufnahme stoppt einfach mittendrin. Beim letzten Mal habt ihr es ja gesehen, da bin ich rausgeflogen, gab es Host-Migration, weg war ich. Und dieses Mal, ja, konnte ich das Spiel bis zum Ende spielen, aber dann bei der Aufnahme, weil ich nehme das ja nicht direkt mit dem Game Capture auf, sondern ich gehe dann in Kinomodus und schließe dann das Game Capture an. Eigentlich ein Fehler. Werde das eventuell in Zukunft anders handhaben. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber vielleicht mache ich es ja wirklich. Wer weiß, vielleicht mache ich mal das, was ich sage. Egal. Auf jeden Fall ist das. Dann endet das einfach. Das Video endet aus unersichtlichem Grund. Ich habe aber natürlich noch ein Beweisfoto, dass ich hier, ich weiß gar nicht, ich glaube 68.7 spiele ich bei dem Teil, also ähnlich wie mit der PDW. An den Extras habt ihr hier gerade gesehen: Geist, Zähigkeit, Plünderer und Totenstille war es, glaube ich, oder Extrembedingungen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht genau hingeschaut. Scheißegal. Auf jeden Fall ging es mit der MSMC auch ziemlich gut vorwärts. Finde ich auch ziemlich geil. Habe ich früher lieber gespielt als die PDW. Inzwischen sehe ich die so ziemlich gleichwertig. Und um zu diesem Thema wieder zurückzukommen, wenn man sie genau vergleicht, sowohl im Nahkampf, im Fernkampf und so weiter, die sind wirklich echt circa immer gleich stark. Das größte Argument für die PDW ist natürlich das große Magazin. Für die MSMC wiederum, finde ich, spricht, dass sie im Nahkampf wirklich richtig Beast Mode ist. Damit räumst du sowas von alles um, was dir in die Quere kommt. Also finde ich auch richtig gut. Ja, was man schlussendlich nimmt, ist eigentlich total wurscht. Beides super Waffen. Ich kann mich inzwischen auch nicht mehr festlegen, was ich da lieber spiele. Wie gesagt, früher hatte ich mal die MSMC lieber. Jetzt mal zum anderen Thema. Es kam jetzt längere Zeit nichts zu COD. Ich werde das jetzt anders handhaben. Skyrim ist ja jeden Sonntag um 18 Uhr fest eingeplant. Und für die Leute, die mich jetzt wegen COD abonniert haben und dieses Video auch schauen, erstmal vielen Dank dafür und auch nochmal für über 1000 Abonnenten. Ich glaube, irgendwo bei 1200 sind wir zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme. Und also vielen lieben Dank erstmal dafür. Sehr, sehr geil. Und ich will auch den Leuten, die mich wegen COD schauen, natürlich einen Gefallen tun. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt auch wöchentlich ein COD-Video rausbringen und bin das am Überlegen, ob ich so eine gewisse Kontinuität reinbringe. Also wirklich immer zum selben Zeitpunkt ein Call of Duty-Video rausbringen. Und deswegen seid auch ihr gefragt. Wer das jetzt hier sieht, seid bitte so lieb und ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr für einen geeigneten Zeitpunkt für ein regelmäßiges COD-Format findet. Also, keine Ahnung, Montag 8 Uhr oder Mittwoch, keine Ahnung, Sonntag 18 Uhr ist auf jeden Fall reserviert, also das braucht ihr nicht reinschreiben. Das bleibt fest in Skyrim Hunt, also generell der Sonntag. Da werden keine zwei Videos hochgeladen, das bleibt fest in Skyrim Hunt, wie gesagt. Und ja, ich könnte mir beispielsweise vorstellen, den Montag für Call of Duty oder den Donnerstag, je nachdem. Es wird generell so sein, dass ich auch noch ein drittes Format einführen werde. Ja, was das genau sein wird. Ja, sagen wir mal, es ist eine Art Let's Play-Format, ohne immer dasselbe zu Let's Playen. Das werdet ihr demnächst vorfinden. Ich bin dann noch ein bisschen in der Planungs- und Schaffungsphase. Hab mir da schon was überlegt. Und da schaue ich mal, wie das so ankommt bei euch. Und wenn das gut ankommt, dann werde ich das eventuell auch noch in der Woche einbauen. Dann hätten wir drei Videos pro Woche. Aber ich will mich nicht erstmal nicht übernehmen. Das heißt, das liegt noch ein bisschen in Zukunft. Und es geht jetzt erstmal darum, dass ich Call of Duty auch jede Woche fest ein Video rausbringen will. Und mich interessiert einfach mal, wann würdet ihr das gerne sehen? Damit ihr euch auch einfach regelmäßig darauf einstellen könnt, wann Videos herauskommen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich ab und zu auch noch unangekündigt außerhalb dieser Zeiten Videos geben zu dem einen oder anderen. Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, wie gesagt, haut mir da mal was in die Kommentare rein. Und dann noch zum anderen Thema. Ich gehe jetzt gar nicht mehr so auf MSMC und PDW ein. Ich laber jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich denke, ich habe im letzten Video schon genug zu den zwei Knarren gesagt und jetzt auch. Ja. Ja, das Gameplay lief auf jeden Fall mal wieder richtig gut. Das kann man nicht anders sagen.
Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die hohen Killstreaks hier erreichen wollt, nehmt immer, also ich sag jetzt mal beispielsweise Lodestar, Kampfhunde oder auch Schwarm, packt euch dazu immer den Orbitalsatelliten ein. Das ist wirklich das Elementarste überhaupt, um was zu reißen oder so einen hohen Killstreak zu erreichen. Denn das ist einfach die halbe Miete. Sobald ihr zum Orbi kommt, dann habt ihr quasi den halben Weg schon geschafft und das andere ist dann im Prinzip noch Ehrensache, wobei ich das ganz genau kenne. Ich meine, ihr kommt zu diesem Orbitalsatellit, dann habt ihr die Loadstar und kurz vor dem Kampfhund kommt irgend so ein Spacken noch an und bringt euch von hinten um oder mit einer KSG oder 50 Meter direkt in eure Fresse. Hatte ich heute erst wieder auf Downhill. Ich hab gedacht, ich muss aus meiner Haut fahren. Das war der Wahnsinn. Also, ihr kennt ja bei Downhill, also zumindest die, die das Map Pack haben, die Revolution haben, die Gondeln und da ist ein kleines Haus und gegenüber ist auch ein kleines Haus. Und dann renne ich da gemütlich diesen Berg entlang und will durch das Fenster klettern und gegenüber steht ein Typ mit KSG. So, und ich sehe den so aus dem Augenwinkel und denke mir, und hab mir so gesehen, ha, der sieht nach Schrotflinte aus, pfuh, was soll der mir schon können? Ich krieg nicht einen Hitmarker, nein, ich kriege über 40 Meter einen Schuss mit der KSG in den Kopf. Mir wäre fast eine Ader in meinem Hals geplatzt, dass sowas möglich ist. Gut, ich meine, klar, die KSG, um das kurz zu erklären, da kommt ein Schuss raus. Das heißt, wenn man mit dem Ding nicht genau zielt, also das Teil hat überhaupt keine Streuung, was es im Prinzip aus der Hüfte nicht so brauchbar wie andere Schrotflinten macht, aber trotzdem, das Ding ist sowas von brutalst ekelhaft heftig. Also ich krieg wirklich Anfälle, wenn ich schon jemanden damit rumlaufen sehe, wirklich damit. Also wenn ihr mich nerven wollt, dann joint in meine Lobbys und rennt mit einer KSG rum. Mein Hass ist euch gewiss. Aber jetzt driften wir ab. Eigentlich soll es ja um MSMC und PDW gehen. Und wir nähern uns nämlich jetzt gleich dem stillen Highlight von diesem Gameplay, wo ich schon wieder durchdrehen könnte. Wie ich es am Anfang angekündigt habe, endet jetzt gleich das Video. Und ihr seht dann noch das Beweismaterial, dass ich auch wirklich 68,7 waren es, glaube ich, gespielt habe. Jetzt kommt gleich der Freeze. Warum auch immer. Das ist einfach mal COD-Logik im Prinzip. So, und wenn ich Scheißrunden spiele, dann speichert es alles. Dann könnte ich theoretisch da alles aufnehmen. Sobald es gut ist, wird das ja nichts, wie man hier sieht. Aber egal. Vielleicht gibt es da mal ein gesondertes Video zur KSG, meiner Hassliebe zu der Waffe. Egal, jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr wieder ein COD-Video sehen wollt, waltet eures Amtes und lasst mir gern Daumen oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn nicht, natürlich einen Daumen runter. Bis zum nächsten Video.